Guten Morgen. Ja, mir geht's schon so ein. Nee, mir geht's eigentlich nicht besser. Ich bin heute Morgen oder heute Nacht mehrmals aufgewacht. Ich bin ja erst um 5 ungefähr im Bett gewesen. Denn Jason hat sich heute Nacht mehrmals übergeben. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Gerade geht's ihm eigentlich gut. Die chillen gerade schön auf der Heizung. Ah, schaut mal, übrigens, ich habe meine neue Etagere aufgebaut und ein bisschen was hingestellt. Ja, als ich heute Morgen mehrmals aufgewacht bin, habe ich mir echt gedacht so, oh, scheiße, dir geht's scheiße. Irgendwie der Hals war so ein bisschen mehr zu, Nase zu, Kopfschmerzen ohne Ende, vom Feinsten. Ja, bin ich halt jetzt irgendwann mal aufgestanden und habe gesagt, hier, mach mal was. Und deswegen sieht es hier gerade so aus. Ich bin mir gerade am, ja, Frühstück machen. Ei, habe ich, kennt hier mittlerweile. Zwei Eier in die Pfanne, bisschen durchmengen. Salz drauf, Paprikapulver drauf und zum Schluss nochmal so, also von beiden Seiten anbraten. Und zum Schluss habe ich jetzt nochmal so ein bisschen Käse drüber gestreut. Ich habe gerade gefühlt 500 Millionen Jahre abgespült. Ja. Und jetzt ist es so, dass meine Kopfschmerzen eigentlich so, also ganz, ganz, ganz leicht sind. Einfach, das habe ich euch letztens schon gesagt. Wenn man dann mal, wenn es einem schlecht geht und man mal aufsteht und was macht, dann geht es einem besser, als wenn man einfach nur. Ja, leidig im Bett liegen bleibt. Es sei denn, es geht natürlich überhaupt gar nicht. Aber das, ich merke das ganz oft, dass wenn ich im Bett liege und mir geht es richtig dreckig und ich dann halt irgendwann mal auf Toilette muss und dann bewegt man sich ein bisschen, läuft, vielleicht merkt man gerade irgendwas, was man sich dann noch mit ins Bett wieder zurücknimmt, dann merkt man schon so, aha, der Kreislauf hat sich ein bisschen in Schwung gebracht und dann geht es besser. Meine Nase ist zu, ich glaube, man hört es auch. Wobei, jetzt gerade sind sie auch relativ offen. Draußen ist. Ich wollte gerade sagen, weiße Weihnacht. Ja, so hätte es mal an Weihnachten aussehen können. Ich meine, es ist jetzt nicht so, also extrem viel Schnee, aber es ist schon alles so weiß bedeckt. Ja, läuft bei uns toll. Ein paar Tage zu spät, aber naja. Ich frühstücke jetzt erst einmal. Und dann mache ich mich ans Videos schneiden. Hab ja genug Videos jetzt, die ich schneiden muss. Ich schaue mal, ob es mir im Laufe des Tages noch ein bisschen besser geht. Dann habe ich nämlich vor, noch ein, zwei Videos zu drehen, wo man mich nicht sieht, sondern was ich halt eben abdrehen muss. Genau. Und ansonsten mal schauen. Heute sollen ab 14 Uhr oder so, es dauert noch einige Stunden, laufen richtig gute Filme am 1.1. jetzt. Also laufen, die haben schon die letzten Tage immer wieder Vorschauen gezeigt und da sind ein paar Filme. Da werde ich mich auch, glaube ich, einfach mal zurücklehnen im Bett und einfach mal die Filme schauen. In den Werbungen vielleicht kurz Videos schneiden. Nee, ich versuche jetzt bis 14 Uhr so viele Videos, wie es geht, zu schneiden. Und ab 14 Uhr schaue ich dann, dass ich die dann nach und nach hochlade und so, weil dann kann ich ja eh nichts machen. Das macht ja das Internet bzw. YouTube, da kann ich ja nicht viel machen. Genau, aber jetzt frühstücke ich erstmal. Ich habe mir hier zwei Toastbrote reingehauen, werde die Eier jetzt essen. Vielleicht noch ein Toastbrot mit Ovomaltine. Ich nehme mir gerade voll viel vor, ich habe überhaupt gar keinen Hunger. Einen Tee habe ich mir jetzt noch gemacht und Orangensaft. Genau, Cherry-Tomaten schneide ich mir jetzt mal ein paar auf. Also ich lasse es mir erstmal gut gehen am ersten Tag des Jahres. So, meine Nase ist wieder zu. Oh Mann, ich hoffe, es wird echt besser. Ich habe hier noch Tee, Wasser, gerade Saft getrunken. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Video fertig geschnitten. Und zwar, was war dann jetzt dabei? Donnerstag, Freitag. Genau, ich habe jetzt bis zum 30. geschnitten. Genau, also es fehlt tatsächlich jetzt nach, wenn das jetzt abgespeichert ist, das nächste, was ich dann schneide, sind noch zwei, drei kleine Frequenzen vom 30. und dann fängt schon der komplette gestrige Tag an. Also ich bin mega gut durchgekommen, so wie ich es mir ja vorgenommen hatte, dass ich dann in Echtzeit kommen möchte, jetzt so in den ersten ein, zwei, drei Tagen im Januar. Also richtig gut, ich bin voll zufrieden, dass das alles hingehauen hat. Genau, also wir sind jetzt aktuell wirklich in Echtzeit. Also der Follow-me-round, der jetzt gerade abspeichert, den werde ich auch heute hochladen. Also heute ist der 1.1. und ich lade den Follow-me-round hoch vom 30.12., also von vor 2, 3 Tagen. Also sehr gut. Genau. Ich lasse das jetzt mal abspeichern und dann werde ich auch gleich das Follow-me-round von gestern, also vom gestrigen Silvestertag, schneiden und hochladen und ich.
je nachdem, wenn das Internet mitspielt, weil wir haben jetzt gerade schon 13 Uhr, wenn das Internet mitspielt, werde ich das heute auch direkt online stellen, heute Abend. Wenn das Internet allerdings anfängt rumzuspinnen und rumzunerven, dann kann ich halt nichts führen, dann muss ich halt den Silvesterabend am 2.1. hochladen. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich heute die ganzen Follow Me Rounds praktisch beenden von 2016. Das sind ja nur noch das, was ich jetzt geschnitten habe und das nächste. Also es fehlt nur noch ein Follow Me Round und dann habe ich 2016 wirklich beendet. Dann ist es vorbei. Krass. Es war echt ein krasses Jahr 2016. Also wenn ich so an die ersten Monate denke, oh Mann ey, also 2016 ist in meinem Leben richtig viel passiert. Also ich habe ja einen kompletten Jobwechsel gehabt. Dann das mit der Selbstständigkeit. YouTube hat sich, Instagram, alles zusammen hat sich extrem entwickelt. 2016 ist eigentlich sozusagen mein Jahr gewesen, wo wir überhaupt groß geworden sind. 2015 hatte ich, was weiß ich, 1000 Zuschauer oder sowas gehabt. Also es ist wirklich 2016 alles passiert. Also das ist wirklich vom Job her ist 2016 echt richtig gut gewesen, muss ich echt sagen. Und ja, gesundheitlich so lala, auf und abs und auf und abs, aber letzten Endes auch gut. So, im Großen und Ganzen. Ja, jetzt, ich habe zu meiner Schwester schon gesagt, wir haben 2016 echt viel erlebt. Wir sind nach Miami gereist. Ich habe meinen Geburtstag, meinen 30. Geburtstag, ich meine, ich bin 30 geworden, das ist ja auch schon richtig krass. Also 2016 war richtig so ein Erlebnisjahr. Ich habe meinen 30. Geburtstag erlebt und dann auch noch in New York, dann die Miami-Reise. Dann waren wir in Abu Dhabi gewesen, in Dubai waren wir gewesen. Also wir haben 2016 echt richtig viel erlebt. Von Reisen her, wie gesagt, dass ich 30 geworden bin, dann ja mit den Jobs, dann mit YouTube, Instagram. Also es ist alles wirklich so richtig, wo ich sage, war ein cooles Jahr, bis auf privat im Sinne von Liebe. Also nicht privat Familie und so, ist ja alles top. Aber ja, was die Liebe angeht, ist natürlich so richtig für den Arsch, in Anführungszeichen. Gell? Also es ist richtig, richtig übel. Ich habe schon meiner Schwester gesagt, also uns geht es eigentlich so total gut, aber was die Liebe angeht, ist irgendwie nicht so lustig. Zu ihr gesagt, das muss 2017 unser Priorität werden. Hört sich jetzt bescheuert an. Hallo Baby Jason, bist du wieder draußen? Weil man kann es ja letzten Endes nicht richtig, also man kann es versuchen, ein bisschen zu lenken und zu beeinflussen, aber letzten Endes kann man es auch wieder nicht beeinflussen. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist so richtig, ja. Ich habe jetzt was gemacht, das erzähle ich euch jetzt mal. Oh mein Gott, das hätte ich nie, das habe ich nie von mir gedacht, dass ich das machen würde. Oh mein Gott. Mir haben jetzt schon mehrere Leute gesagt, ich soll mich doch einfach mal online auf so einer Dating-Seite anmelden. Ich halte davon ja gar nichts, weil ich mir immer denke, da sind nur Leute unterwegs, die entweder verarschen oder irgendwie sowieso nur so eine schnelle Nummer suchen. Und generell bin ich nicht der Freund, ich habe das auch noch nie gemacht, ich mag diese Chatterei nicht. Ich mag das gar nicht. Also ich will mich mit den Leuten sehen, treffen und da fängt auch schon das Problem an. Wenn man auf so einer Seite angemeldet ist, dann müsste ich ja mit den Leuten eine Zeit lang chatten, um mich dann irgendwann mal zu treffen. Und da habe ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf. Dieses Rumchatten und Schreiben und mir dann, und ich bin dann sowieso richtig skeptisch und denke dann so, ach, der kann ja sonst wer dahinter sitzen, ja. Weiß der Geier, ob man im Menschlichen miteinander klarkommt. Weil es kann ja sein, dass man sich über Chat perfekt versteht und dann sieht man sich im wahren Leben und man kommt einfach nicht mit, irgendwie die Harmonie stimmt nicht. Egal woran es liegt, das können Sachen, das können irgendwelche Macken sein, das können auch Äußerlichkeiten sein, das kann genauso sein. Es gibt ja, das muss auch auf irgendeine Art und Weise stimmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das irgendein Topmodel sein soll, um Gottes Willen. Also wenn man sich meine Ex-Freunde ansieht, absolute Gegenteil von irgendwas, was schön ist. Aus meiner, also ich habe ja meine eigene Ansicht von, das ist schön, das ist, also aus meinem Augenwinkel her, wo ich sage so, das ist ein richtig hübscher Mann oder sowas oder keine Ahnung, also wirklich nicht. Aber es ist ja trotzdem irgendwo, möchte man ja schon einen Partner haben,
den man auch so ein bisschen anziehend findet. Das muss kein Topmodel sein oder sowas, aber ich möchte auch niemanden haben, wo ich mir denke so, ach nee. Also wisst ihr, es gibt so gewisse Sachen, wie zum Beispiel jemand, der total die schiefen, krummen, richtig gelben Raucherzähne zum Beispiel hat. Wisst ihr, sowas meine ich jetzt. Nicht so, ich meine jetzt gar nicht so dieses, boah, ich möchte hier irgendwie so ein Topmodel haben, sondern eher so gewisse Sachen, wo ich mir sage, oh, das, wo es mich so abschrecken würde. Wisst ihr, ich meine? Und das meine ich. Wenn man sich dann so mit jemandem total lange über Chat, monatelang, wochenlang, keine Ahnung, wie lange man sowas eigentlich macht, unterhalten hat und man hat sich voll gut verstanden und man trifft sich dann und es passt einfach nicht. Aus was für Gründen auch immer. Dieses Zwischenmenschliche haut dann einfach nicht hin. Wie gesagt, aus was für Gründen auch immer. Und dann hat man sich monatelang irgendwie über Chat unterhalten und eigentlich so total umsonst, in Anführungszeichen. So, auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man hat sich relativ schnell verabredet und kann dann schnell feststellen, versteht man sich oder versteht man sich nicht. Das wäre eher meins, aber das kommt dann vielleicht bei dem anderen auch falsch rüber, weil ich möchte ja nicht irgendwie mit dem ich zweimal geschrieben habe, sagen, ja komm, lass mal treffen, so in etwa. Dann kommt es vielleicht halt auch falsch rüber. Weil ich bin sowieso jemand, ich würde niemals sagen, ja komm, lass uns treffen. Ich bin da ja immer so eher, das muss alles von der anderen Seite kommen. Da bin ich voll schlimm bei sowas, so richtig altmodisch und richtig krass altmodisch. Und wenn mich dann jetzt zum Beispiel, egal was der Mann machen würde, der würde es falsch machen. Und das ist eigentlich das Schlimme daran bei mir. Wenn er mich jetzt nach ein, zwei Tagen direkt fragen würde, oh komm, lass mal treffen, dann würde ich mir direkt denken, psst, der fragt dich nach zwei Tagen, der will sowieso nur das eine. Und wenn er die ganze Zeit nicht fragt, dann würde ich mir denken, irgendwann so, ja, toll, wann willst du dich mal treffen? Willst du dich jetzt 3 Monate mit mir im Chat unterhalten oder was? Wisst ihr, also so, egal was der Mann machen würde, das ist eh für den Arsch. Das ist voll der Struggle, richtig, richtig schlimm eigentlich. Deswegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, ich habe mich jetzt mal bei so einer Sache angemeldet. Ich hatte das vor ein paar Tagen im Fernseher gesehen gehabt, irgendwas mit, keine Ahnung, irgendwelche guten Testsieger, pipapo, auch irgendwas. Ich habe mich jetzt auf der ersten Stufe angemeldet, wo man nichts zahlen muss, aber man sieht halt fast nichts dann. Man sieht zum Beispiel die Profilfotos nicht richtig und so weiter und so fort. Und dann erstmal, wenn man was zahlt, dann ist das sozusagen alles offen. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil ich denke mir, diese ganzen Seiten, wo man nichts zahlen muss, da wollte ich sowieso die Finger von lassen. Weil da ist dann so, da habe ich immer das Gefühl, da ist jeder Nachbar angemeldet, der irgendwie versucht, irgendwie mal eine schnelle Nummer so zu bekommen, ja, also wirklich. Und erst die, wo man richtig halt was zahlt, da denke ich mir halt so, wer würde denn so volles Geld investieren monatelang? Ja klar, gibt es dann vielleicht auch 2, 3 schwarze Schafe, aber ich denke mal, dann gibt es dann schon mehr Leute, die wirklich tatsächlich was wirklich suchen. Ja, keine Ahnung. Was ich auch auf der Seite gut fand, und frag mich gerade, ich weiß gerade mal nicht mehr, wie die heißt, ich war da 2-mal eingeloggt und ich habe bis jetzt auch noch mit niemandem gechattet, falls ihr das fragen solltet auch. Ich habe ein paar Anfragen, einige Anfragen bekommen, habe mir die auch alle durchgelesen, da waren auch ein paar interessante mit dabei, wo ich mir die ganze Zeit überlege, soll ich es einfach mal machen? Soll ich einfach mal zurückschreiben? Aber ich bin halt aus meiner Vergangenheit heraus sowas von skeptisch und misstrauisch geworden. Das ist echt nicht mehr lustig. Und das ist wahrscheinlich auch mein Problem. Ich bin anderen Menschen gegenüber nicht mehr so offen, wie ich es eigentlich mal gewesen bin. Ich sehe immer direkt das Schlechte. Ich denke immer direkt, dass man mich verarschen, belügen, betrügen will. Also das denke ich direkt, das ist mein erster Gedanke. Ja, und das halt wieder wegzubekommen, weil das hatte ich schon mal gehabt und habe das dann zwangsweise so richtig abgestellt und einfach versucht, das Positive zu sehen und bin dann so richtig auf die Fresse geflogen. Das muss ich wirklich so sagen. Ich bin so oft so krass hingeflogen, wie ich noch nie in meinen Lebensjahren davor hingeflogen bin. Also klar gab es immer mal wieder irgendwelche negativen Situationen. Aber wie ich, also wie das da passiert ist, das ist echt nicht mehr lustig gewesen. Also das war so schlimm. Und seitdem bin ich so richtig kaputt irgendwie im Kopf, habe ich das Gefühl. Also ich denke total das Negative. Wenn man mich irgendwie anspricht, denke ich direkt so, ach, der will eh nur das eine. Oder ja, also so richtig schlimm. Ich denke gar nicht mehr an irgendwas Positives mit Menschen. Das ist richtig schlimm. Aber naja, das ist eine andere Sache.
Was ich aber gut auf der Seite finde, ist, dass man so Eckdaten angeben kann, die mir zum Beispiel wichtig sind. Sprich, ob jemand, also man kann richtig Status angeben, nicht nur, ob man Single ist oder ich weiß auch nicht, was da. Also man kann halt richtig angeben, ob man geschieden ist, ob man verwitwet ist und keine Ahnung, was alles. Und man kann auch angeben, ob man Kinder schon hat, ob man Kinderwunsch hat, das kann man auch angeben, ob man Tiere hat. Es gibt so ein paar Sachen, die man angeben kann, die ich echt gut finde. Weil ich, es hört sich so blöd an, sag niemals nie, man weiß nie letzten Endes, was einem über den Weg läuft. Aber meine Wunschvorstellung ist es, jemanden zu finden, der noch nicht verheiratet war und der auch noch keine Kinder hat. Also das wäre so mein Wunsch, weil ich bin zwar jetzt schon 30 und klar muss ich mich vielleicht irgendwann mal mit dem Gedanken anfreunden, jemanden zu finden, der vielleicht schon mal irgendwie in einer längeren Beziehung war, vielleicht sogar schon mal verheiratet war, vielleicht auch schon Kinder hat und so weiter. Das ist mir alles bewusst, aber aktuell kann ich mich damit noch nicht anfreunden. Also vielleicht kann ich mich damit in 10 Jahren so in etwa anfreunden, falls ich da immer noch Single sein sollte. Aber aktuell kann ich mich damit nicht anfreunden. Überhaupt nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Mann zu haben, der schon ein Kind hat. Also ich möchte einfach jemanden haben, mit dem ich diese ganzen Erfahrungen das allererste Mal zusammenteilen kann. Also ich möchte, dass ich jemanden heirate, der noch nicht verheiratet ist, der nicht schon mal vom Standesamt stand und jemand anderes geheiratet hat. Ich möchte einfach jemanden haben, der wirklich das alles zusammen mit mir das erste Mal erlebt und zusammen das erste Mal mit mir sozusagen eine Familie gründet und so weiter. Also, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist einfach, ich sehe das, habe das auch bei Freundinnen gesehen. Also, ich habe Freundinnen, die jemanden haben, der schon mal verheiratet war. Ich habe Freundinnen, die selber schon geschieden sind. Also alles dabei. Oder auch welche, die jemanden haben, der schon mal verheiratet war und sogar Kinder hat. Alles drum und dran. Und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, wo es gut gegangen ist. Die haben alle Probleme mit der Ex-Frau, die haben alle Probleme mit den Kindern, die derjenige schon hat. Ob die jetzt jünger sind und man hat dann diesen Struggle mit, ja, man sieht dann die Kinder einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen und so weiter, weil. Das hört sich alles so blöd und egoistisch an, aber ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite die ganze Woche, ich möchte dann das Wochenende so richtig schön mit meinem Partner verbringen. Wenn der dann am Wochenende zum Beispiel sein Kind hat, ich weiß nicht, also wie gesagt, wenn man jetzt älter ist, wenn ich jetzt wirklich so 40, 50 bin und jemanden dann finde, dann ist klar, dass derjenige wahrscheinlich schon eine Familie hat. Und dann muss man sich auch irgendwie arrangieren und so weiter. Ist gar kein Thema, aber jetzt. Ich bin zwar schon 30, aber in Anführungszeichen auch erst 30. Ich bin noch keine 50, wo ich mich mit sowas arrangieren müsste. Und deswegen, das ist halt auch so eine Sache. Also momentan schreckt es mich noch extrem ab, wenn ich jemanden kennenlerne und der mir wirklich gefällt und er mir aber sagt, ich habe jetzt schon ein Kind oder sowas, das wäre für mich so ein, nee, lieber doch nicht. Ich weiß nicht, also. Klar, es kommt auch immer auf die Person dann an. Kann sein, dass ich jemanden kennenlerne, der mich sowas von wegflasht, dass ich einfach mich so Hals über Kopf in den verknalle oder ist das alles so perfekt ist. Und dann würde ich vielleicht sogar ein Kind akzeptieren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das müsste dann wirklich an demjenigen liegen, dass der mich einfach sowas von wegflasht. Aber wenn man mich jetzt so fragen würde, wenn mich jetzt irgendeine Freundin zum Beispiel verkuppeln wollen würde und die würde sagen, ja, der war halt schon mal verheiratet oder der hat vielleicht ein Kind oder sowas, dann würde ich eher sagen, so, nee, möchte ich gar nicht erst kennenlernen. Also das, weiß nicht, das ist so. Ja, vielleicht könnt ihr es verstehen, vielleicht habt ihr eine ganz andere Einstellung, ich weiß es nicht, aber das ist so das, was mir momentan durch den Kopf geht und das ist halt eben auch schwierig. Also jemanden in meinem Alter zu finden, das ist echt schwierig, muss ich sagen. Also da sind dann ganz viele dabei, die irgendwie entweder komplett an einer Klatsche haben, irgendwelche Nerds sind, die irgendwie 24 Stunden nur am Zocken sind, die einfach niemanden kennenlernen. So. Dann gibt es die so richtig, wie soll man sagen, die so richtig krasse Arbeitstiere sind, die so richtig vielleicht auch höhere Positionen haben, Chefpositionen haben, die einfach keine Zeit haben, jemanden kennenzulernen.
Und da ist dann halt auch immer schwer, sich dann mit solchen Leuten zu messen, weil ich mag es gerne, mit meinem Partner auf einer Ebene zu sein. Vielleicht auch, dass er ein bisschen schlauer ist, dass man auch von dem Partner lernen kann, gar kein Thema. Aber ich möchte schon auf einer Ebene sein. Also ich möchte jetzt niemanden haben, der, keine Ahnung, so richtig gestörter ist, Beispiel jetzt, aber der irgendwie so Präsident oder so ein Scheiß ist. Ich möchte schon auf einer Ebene sein, dass man sich auf einer Augenhöhe sozusagen begegnen kann. Ich möchte mit demjenigen essen gehen können und mich mit ihm unterhalten können, ohne dass ich mir denken muss, boah, bist du blöd? Oder dass ich mir denken muss, okay, ich brauche einen Duden, weil ich überhaupt nicht verstehe, was für Wörter du die ganze Zeit benutzt. Wisst ihr, was ich meine? Also sowohl das eine als auch das andere. Ich möchte einfach auf einer Augenhöhe sozusagen mit meinem Partner sein. Und das ist tatsächlich teilweise schwer zu finden, habe ich das Gefühl. Also es gibt immer mit, keine Ahnung, also mit Anfang 20 ist es auf jeden Fall noch viel, viel leichter, einen Partner zu finden, als jetzt wirklich in meinem Alter. Weil es gibt immer, wenn man jetzt jemanden hört, okay, du bist 30, du bist Single. Okay, irgendwas stimmt nicht, denkt man sich immer so direkt bei den Männern. Ja, bist du jetzt jemand, der nur zu Hause hockt, irgendein Nerd ist, der nur am Zocken ist? Oder bist du jemand, der voll krass am Arbeiten ist, der so voll über meinem Niveau oder über meinem Level ist? Oder, keine Ahnung, bist du jemand, der eh nur ein Verarscher ist, der sich nur durch die Gegend piept? Gibt's ja auch genügend, die sich nicht binden wollen. Ja, so Angst vor der Bindung. Gibt's auch genügend. Oder, ja, bist du schon mal verheiratet gewesen, Kinder, hast schon alles hinter dir und bist jetzt halt wieder alleine und suchst jetzt wieder dein neues Glück und so weiter. Es gibt immer irgendwie, keine Ahnung. Klar gibt es den perfekten Mann, nicht die perfekte Beziehung, das ist mir vollkommen klar. Aber es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich mich aktuell eben nicht anfreunden kann. Und das sind so Sachen, wie ich jetzt gerade genannt habe. Sprich, schon mal verheiratet gewesen, schon mal Kinder, irgendwie jemand, der arbeitslos ist und zu Hause hockt, damit komme ich überhaupt gar nicht klar. Jemand, der bei seinen Eltern wohnt, No-Go. Absolutes No-Go. Hatte ich gehabt, No-Go. Mache ich nie wieder mit. Nie wieder. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann sagt, ich wohne im Elternhaus. Tschüss. Keine Chance. Keine Chance. Wirklich. Ja, einfach jemand, der nicht mit seinen beiden Beinen im Leben steht. Der entweder keinen Job hat oder, wie gesagt, bei den Eltern wohnt oder irgend so ein Scheiß. Da habe ich gar keine Lust drauf. Überhaupt nicht. Ausnahmslos. Dann irgendwie, ja, diese Hardcore-Zocker, die 24 Stunden irgendwie vom PC hocken und nur am Zocken sind, hat auch schon, geht gar nicht. Okay, nicht so ein Hardcore-Zocker, aber schon jemand, der schon gut und oft gezockt hat. Hab ich auch keinen Bock drauf. Ja. Also da gibt's schon einige Faktoren, die mir wichtig sind einfach. Und ich sehe es halt auch nicht ein, dass ich sage, hey, du bist jetzt 30, deine Uhr tickt so in etwa, nimm dir jetzt irgendwas, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht so. Und das habe ich mir auch schon die letzten Jahre gedacht. Ich habe keine Lust, jemanden zu nehmen, wo ich mir denke so, okay, ich nehme jetzt jemanden, der vielleicht schon zwei Kinder hat, der vielleicht, keine Ahnung, das nicht so ernst mit der Treue nimmt oder weiß der Geier was, irgendwie sowas, nur damit ich sagen kann, ja, ich habe eine Beziehung oder ich bin verheiratet oder. Ganz ehrlich, das ist ein Schwachsinn. Ich hab so viele Freundinnen, die alle in einer Beziehung sind oder schon geschieden sind oder schon Kinder haben oder weiß der Geier was, und es sind so wenige dabei, die vom Herzen sagen, dass sie glücklich sind. Es sind so viele dabei, die sagen, ach, mein Mann, der sitzt Tag und Nacht nur vorm PC, ich mache den Haushalt komplett alleine, der macht nie was mit den Kindern. Oder dass derjenige einen scheiß Job hat und die Frau eigentlich sozusagen das Geld nach Hause schafft, oder das Haupteinkommen oder das. Ey, es gibt so viele Sachen ohne Scheiß, wo ich mir denke so, oh Leute, Hauptsache ihr könnt bei der nächsten Runde sagen, mein Mann, oh. Weißt du, das sind dann so Mädels, die dann vielleicht mal irgendwie sagen, ja, bei mir ist auch das und das und das zu Hause und keine Ahnung was. Und bei der nächsten Laberrunde, ja, mein Mann, ne. Wo ich mir denke, ja, dein Mann. So glücklich bist du aber gar nicht, dass du hier so groß betonen musst, dein Mann. Vielleicht kennt ihr das auch von Freundinnen, wo ihr denkt so, okay, die sind überhaupt nicht glücklich, aber Hauptsache sie können. Hauptsache man kann sagen, man ist nicht Single, so nett, weil als ob es eine Krankheit wäre, gestört. Ja, weil mich fragen auch extrem viele Leute ständig, warum bin ich Single? Ich bin noch kein hässliches Mädel, ich stehe mit meinen beiden im Leben, ich habe meine Wohnung, ich habe mein Auto, ich habe meinen Job, ich habe einfach, mein Leben ist geregelt.
und warum ich denn niemanden finde und so weiter und so fort. Ja, liegt da dran, genau, dass ich alles geregelt habe. Ich bin niemand, dass ich sage, ich nehme das, was mir über den Weg läuft, so in etwa. Schlimmer kann es ja nicht werden, so. Wisst ihr, was ich meine? Nee, eben drum. Ich möchte einfach, ich habe mein Leben geregelt und ich möchte niemanden, der in mein Leben tritt, der mein Leben sozusagen auf den Kopf stellt und versaut. Und das hatte ich eben schon gehabt. Jemanden, der mein Leben auf den Kopf gestellt hat und so richtig versaut hat. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich werde echt, also, das ist wirklich, das sage ich auch schon, sage ich schon die ganze Zeit, den nächsten, den ich kennenlerne und irgendwie an mich ranlasse oder in mein Herzen lasse, an mich ranlasse, das hat sich jetzt voll bescheuert angehört. Ich meine, an mich ran, so dieses Gefühlsmäßige an mich ranlassen, dass ich wirklich nicht dieses Abblocken mache. Das muss wirklich jemanden sein, wo ich wirklich sage, den könnte ich vorstellen, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wenn ich dieses Gefühl nicht habe, wo ich sage, boah, der ist toll, aber für den Moment, und ich könnte mir aber nicht vorstellen, den irgendwie in 2-3 Jahren zu heiraten. Wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann lasse ich es sein. Wirklich. Weil das bringt nichts. Ich kenne Leute, die sagen, die sind glücklich in ihrer Beziehung, es ist alles, passt alles, alles schön und gut für den Moment, aber sie können sich im Inneren nicht vorstellen, denjenigen in 2, 3, 4, 5 Jahren zu heiraten. Aber sie möchten irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen. Also wo ist denn bitte die Logik? Wenn ich für meine Zukunft weiß, ich möchte irgendwann mal heiraten und Kinder bekommen, kann mir aber das mit meinem aktuellen Partner nicht vorstellen, bin aber gerade ganz glücklich so mit ihm und möchte mich auch nicht von ihm trennen. Wo ist denn bitte die Logik? Das heißt ja theoretisch, ich bin jetzt gerade mit dem Partner zusammen, werde mich aber auf längere Sicht in 2, 3, 4, 5 Jahren von demjenigen trennen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, denjenigen zu heiraten. Diese Logik verstehe ich nicht und ich kenne mehrere solche Leute, die so einen Gedanken haben. Und das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist du verschwendest deine eigene Zeit, was richtig gestört ist, dass man sein eigenes Leben eigentlich verschwendet. Und noch viel schlimmer, du verschwendest die Lebensjahre deines Partners, den du ja eigentlich sozusagen liebst, und verhinderst ihn daran, irgendwie ja, glücklich zu werden im Sinne von auf längere Sicht. Weil mit jemandem 3, 4, 5 Jahre zusammen zu bleiben und im 6. Jahr sich zu trennen, weil man eigentlich denjenigen ja gar nicht heiraten möchte, ist doch voll die Assi-Aktion. Das ist so richtig asozial. Ja. So, ich merke gerade, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade richtig lange gequatscht. Aber egal, weil mich ganz viele immer fragen, ob ich Single bin, warum ich denn keine Beziehung habe und pipapo, keine Ahnung was. Ja, liegt an mehreren Faktoren, liegt auf jeden Fall auch an mir, ganz klar, sage ich überhaupt nicht zu. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich habe mir ja fest vorgenommen und meinem Herzen gesagt, 2017... wird das Jahr der Liebe, weil alles andere ich in meinem Leben schon relativ gut geschafft habe und eigentlich zufrieden bin. Aber 2017 muss ich mich mehr auf die Liebe und auf mein Privatleben konzentrieren und nicht auf 1500 andere Sachen. Genau. Das ist der Plan. Mal gucken, wie ich ihn umsetze. Keine Ahnung. Genau. So, das war das Wort zum 01.01.2017, was meine Ziele und meine Vorsätze sind. So, ja, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder, es sei denn, ich mache heute noch irgendwas, dann zeige ich es euch kurz, aber ansonsten hören wir uns morgen. Also bis dahin, tschüss!